Am Sonntag gibt es wieder Weltklasse Leichtathletik im Olympiastadion. Das ISTAF geht mit zahlreichen Top-Athleten in seine 78. Auflage. Unter anderem auch mit dabei Deutschlands schnellste Frau Gina Lückenkämper. Ich freue mich wahnsinnig. Das ISTAF ist eigentlich jedes Jahr so mein Jahreshighlight. Dieses Jahr natürlich auch noch in einer ganz besonderen Situation oder in einer ganz besonderen Rolle. Dadurch, dass es halt dieses Jahr vor unserem Saisonhöhepunkt liegt. Sonst ist es immer so mein Jahresabschluss und der letzte Wettkampf, den ich in der Saison mache. Jetzt geht meine Saison immer noch einen Monat. Also es ist schon eine ganz besondere Situation, aber ich freue mich trotzdem einfach nach wie vor auf das ISTAF. In diesem Jahr ist das ISTAF auch eine Art WM-Generalprobe, denn die Weltmeisterschaften finden gut 4 Wochen nach dem ISTAF in Doha statt. Wir haben unglaublich viele Sportler, die bei uns rein wollen. Wir haben noch nie so viele gehabt, die bei uns noch in den Norm laufen wollen, auf den WM-Zug ausspringen wollen. Was man auch sagen kann, die Athleten werden definitiv fit sein. Sie werden also 4 Wochen vor dem Saisonhöhepunkt absolut in Form sein. Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo ist definitiv in Form. Sie hält die Weltjahresbestleistung mit 7,16 Meter. Natürlich hat man auch noch so Dinge im Kopf wie den Meeting-Rekord von 7,08 Meter. Mal schauen. Mehr als 200 Leichtathleten werden in 16 Disziplinen an den Start gehen. Karten für das ISTAF sind noch unter www.istaf.de und an der Tageskasse erhältlich.